Letzte Runde. Jetzt rechnen Sie noch mal 70 Sekunden drauf. Das kann sogar ein Weltrekord werden auf dieser selten gelaufenen Strecke. Bisschen mehr als 70 wahrscheinlich, müssen Sie drauf rechnen. Und sie kann ja ganz besonders gut sich die Kräfte einteilen. Ihr typischer Schritt, sie schwebt fast über die blaue Bahn hier. Es läuft prächtig. Das Training schlägt an. Die Steuerung stimmt. Geht sie gleich vorbei. Der letzte Wassergraben. Das kann eine Weltrekord geben. Sie geht vorbei. Ein Aufschrei im Stadion. Sie sehen den Weltrekord eingeblendet. Und den wird sie sich schnappen. Und zwar deutlich. Nicht nur deutscher Rekord, sondern Weltrekord. 5 Minuten 52,8. Gesa Krause. Den zweiten Kilometer in 2 Minuten und 50 Sekunden rund gelaufen. Einer Mittelstrecklerin würdig. Es läuft wie am Schnürchen. Es ist der, Statistiker haben es ausgerechnet, 17. Weltrekord hier zugegeben auf einer sehr, sehr selten gelaufenen Strecke. Das laufen sonst nur die Jugendlichen oder auch die Senioren. Aber sie hat ihn pulverisiert. Sie hat ihn pulverisiert. Ja. Der 17. Weltrekord in der beinahe 100-jährigen Geschichte des ISTAF, das es seit 1921 gibt. Durch eine Sympathieträgerin der deutschen Leichtathletik.